Leute, Leute! Was willst du nicht machen? Wir spielen! Kann ich auch mit euch ein bisschen PlayStation spielen? Geh weg! Geh weg! Raus von hier! Oh, yes! Oh, lecker! Chips, Mann! Geh weg! Fasse meine Chips nicht an! Ich arbeite! Rafario, kann ich dich mal einhaben? Hey, bitte! Geh weg! Oh, du kannst mich mal! Oh, Freunde, niemand möchte mit mir abhängen. Ich bin forever alone, Mann. Oh, was ist das? Hat das hier jemand da gelassen? Lass mich mal sehen, was das ist. Los! Jetzt muss ich meinen Anwalt anrufen. Mal sehen, was da drin ist, Leute. Oh mein Gott! Leute, schaut euch das mal an! Das ist eine echte Voodoo-Puppe! Und hier, Freunde, habe ich sogar die Bilder von den Jungs! Ich kann sie also heimlich kontrollieren, ohne sie es wissen! Juhu, ist das krass, Mann! Okay, aber zuerst sollten wir es verstecken! Also Leute, zuerst werde ich das Bild von Stas hier drauf machen! Ich werde dich besiegen, Bro! Auf keinen Fall wirst du mich besiegen! Toll, Leute, und jetzt ist die Puppe von Stas fertig. Also, lass uns mal klatschen und sehen, ob es funktioniert. Was passiert? Warum machst du das? Ich mach das nicht! Ich spiele nicht! Ja, ich habe ein Tor geschossen! Was ist passiert? Leute, die Puppe funktioniert. Jetzt sehen wir mal das eine Beinchen von Stas. So zum Beispiel. Und jetzt das andere. So. Sieht ganz normal. Stas, du verlierst und deshalb machst du das. Das tue ich nicht, Odyssee. Ich hab's dir gesagt. Außerdem verliere ich nicht. Was redest du da? Ich bin am Gewinnen. Spiel. Spiel doch selbst. So, Leute, und jetzt lass uns deine Füße runterlassen. Oh. Endlich läuft alles gut. Stas, schau mal, wie du verlierst. 7-0. Ich verliere nicht, Odyssee. Ja, Schummler. Nur weine nicht, weine nicht. So, ich soll weinen. Ich weine. Odyssee, ich schlag dich jetzt gleich. Ich schlag dich gleich. Oh, Leute, er will ihn schlagen. Ich werde ihn jetzt zum Tanzen bringen. So. Was ist mit mir los? Was? Du wolltest mich schlagen und jetzt tanzt du? Ich habe keine Kontrolle über mich. Ich weiß nicht, was mit meinem Körper passiert. Aha. Warum tanze ich so? Warum? Oh. So, Leute, und jetzt werden wir sein Foto abmachen. Oh. Was ist mit mir los? Mit mir stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aber ich gehe mich lieber ausruhen, Odyssee. Ich spiele nicht mehr. Naja, komm schon. Das ist eine Ausrede, weil du verlierst. Und jetzt wollen wir mal das Bild ändern. Also setzen wir das Gesicht von Odyssee drauf. Aber Leute, bevor ich es ändere, stellt euch vor, dass ihr diese Voodoo-Puppe seid. Ich nehme eure Hand und drücke auf den Abo-Knopf. Jetzt drücke ich auf die Glocke. Und so werdet ihr unsere Videos immer als allererste sehen. Jetzt, wenn der blöde Stas weg ist, werde ich etwas essen gehen. Leute, seht her, die Odyssee-Voodoo-Puppe ist fertig. Jetzt können wir kontrollieren. Zuerst schütte ich Müsli in die Schüssel. Toll. Und jetzt gieße ich Milch ein. Leute, und hier habe ich ein bisschen Milch, genau wie Odyssee. Okay, ich füge Milch in Müsli hinzu. Großartig, großartig. Also schütten wir es in meinem Kopf. So. Was ist mit mir los? Was ist los? Leute, seht her, ich habe hier auch eine Schüssel. Schaut, was ich tun werde. So. Was ist los? Was ist... Ich muss einen Mob holen und alles wischen. Oh, Freunde, wie habe ich das gemacht? Ich muss alles schneller sauber machen. Leute, schaut mal, was ich noch dabei habe. Also Leute, wir heben so die eine Seite auf, nehmen sie in die Hand und legen es auf den Kopf und schauen wir mal, was passiert. Oh nein, nein, wieso? Was ist denn heute los mit mir? Irgendwas ist heute nicht in Ordnung. Okay Leute, so, wir haben uns jetzt genug über Odyssee und das lustig gemacht. Gehen wir mal zu Rafario. Mario, was machst du da? Psst, lenk mich nicht ab. Ich bereite einige sehr wichtige Dokumente für den Anwalt vor. Okay, Rafario, ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Es tut mir leid, aber das ist sehr wichtig für mich. Jetzt verschwinde, denn du lenkst mich ab. Okay. Ich haue ab, Mann. Okay, tschüss. Leute, wie ihr gesehen habt, Rafario hat mich gerade verjagt und ich habe eine Voodoo-Puppe mit seinem Gesicht für ihn vorbereitet. Und jetzt werde ich ihm das Leben echt schwer machen. Also Leute, wir nehmen hier seine Papiere und zerreißen sie einfach... So muss das sein. Und so, und so. Was ist los? Was ist
habe ich getan? Das sind sehr wichtige Dokumente. Leute, was habe ich getan? Leute, ich glaube, ich bin etwas, ich bin wirklich müde. Ich muss ausatmen. Leute, und jetzt lassen wir ihn ein bisschen Gymnastik machen. Und so. Und links. Und rechts. Und links. Und rechts. Was ist los? Und jetzt machen wir Kniebeugen, Leute. Los geht's. Was ist mir los? Warum kann ich meinen Körper nicht kontrollieren, Leute? Und jetzt beginnen die Kniebeugen. Eins. Eins. Leute, helft mir mal. Was ist los? Leute, und wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist hinter ihm ein Pool. Lassen wir ihn gleich mal eintauchen. Leute, was ist los mit mir? Was ist los? Jetzt drehen wir dem Pool den Rücken zu und lassen uns leise nach hinten fallen. Voll krass. Was passiert mit meinem Körper? Mal sehen, schaut mal, was er macht. Ich will raus. Was? Er will raus? Nein, Leute, er geht zurück in den Pool. Und macht mal eine kleine Pirouette im Wasser und so. Und Hört auf! Schluss damit! Ich kann es nicht glauben, was ist mit mir los? Irgendwas ist mit mir los, Leute. Ich kann verstehen, was hier los ist. Scheiße! Leute, gefallen euch diese Videos? Ich mag sie sehr. Und ich brauche eure Unterstützung. Und wenn ihr eure Unterstützung zeigen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Und ihr werdet immer die ersten sein, unsere Videos sehen. Und jetzt gehen wir uns ausruhen. Leute, das ist jetzt in meinem Zimmer und spielt am Computer herum. Lass uns einen kleinen Scherz machen. Los geht's. Leute, ich habe hier ein Feuerzeug. Wärmen wir mal ein bisschen auf. Was passiert? Heiß, ich brenne! Okay, Leute, ich denke, das reicht. Und als nächstes werden wir in etwas einfrieren. Also, Leute, jetzt nehmen wir das Eis vom Monsterhack drauf. So, Leute, jetzt müsste es richtig kalt werden. Sehr kalt. Warum ist es mir heiß? Warum ist es so heiß? Jetzt ist es mir kalt. Ich friere gleich ein. So kalt. Kalt. Es ist verdammt kalt. So, und jetzt wählen wir das Gesicht von Stas und packen wieder Raffarios Gesicht drauf. Also, folgt mir, Leute, das wird geil. Raffario, du wirst es nicht glauben. Ich habe mich einmal aus Versehen Milch übergossen. Was sagst du da? Ich habe es noch schlimmer erwischt. Ich habe meine Dokumente zerrissen, sehr wichtige Dokumente. Dann bin ich in den Pool gesprungen. Ich konnte mich nicht beherrschen und ich sehe... Ich auch, dasselbe. Vielleicht sind wir krank geworden, Odyssee. Leute, was ist los? Geht es euch gut? Nein, nicht gut. Wir haben ein sehr großes Problem, Dimon. Wie, deine Beine gehen von alleine hoch? Ja, woher weißt du das? Lass uns mal sehen. Nimm das linke Bein hoch. Was ist und das? Und das rechte Bein hoch. Und jetzt gehen die beiden Beine runter. Was? Odyssee, das ist eine Voodoo-Puppe. Schau mal. Oh nein. Ich habe mein Bild abgemacht. Raffario, jetzt setz dieses Bild hier an. Dimon, jetzt weißt du, wie man sich mit Raffario anlegt. Nein, Leute, tut das bloß nicht. Erledigt. Was ist das? Also, bring es zu meinem Po. Ich werde etwas machen. Ja, sicher. Großartig. Stinkst du doll. Riech an meine verschwitzten Achselhöhle. Auf damit! Genug, es reicht, Raffario! Ein Geschenk für dich! Oh, vielen Dank, dass ihr denn noch freundlich zu mir seid. Und schlecht lecker. Nein, Dimon, wir sind doch nicht fertig. Hier ist das Eis und wir machen so. Was macht ihr nur da? Ihr seid solche Idioten! Bro, los! Was haben diese Verrückten hier bestellt? Los, schnell! Wer ist da? Ich komme!
komm, ich komm. Ich habe vergessen, mir die Hände zu waschen. Ihre Bestellung! Komm! Stopp! Ich habe nichts bestellt! Stopp! Befindet sich Jill Show hier? Jill Show, befindet sich hier? Stimmt, dann sind wir richtig! Komm, Bro! Oh mein Gott! Komm! Freunde, ich weiß nicht, was hier los ist! Ich habe nichts bestellt! Vielleicht haben Sie Stars! Demon! Geh schnell nach unten! Komm, schnell hier hin! Komm! So, Bruder, wir sind fertig! Komm, wir gehen! Ich bin müde, komm, wir trinken Kaffee! Was, Rafael, was ist passiert, hä? Wer ist das? Und was ist das für eine Boxer? Ich weiß es, Leute! Was weißt du denn, Stas? Komm schon, ihr werdet das alles sehen, folgt mir, Leute! Was ist das? Das ist aber cool, oder? Was? Ein Kühlschrank, Stas? Kühlschrank? Natürlich nicht! Und was ist das denn, sagst du schon? Lass uns das aufmachen und sehen, was da drin ist, Leute! Dann los geht's, mach es auf, wir... Machen wir schnell auf, schnell auf! Und was ist das? Das ist der erste Barbie-Roboter, der jetzt auf der ganzen Welt verkauft wird! Was ist das? Wo hast du sie denn gekauft? Was hast du sie gefunden? Erklär es uns, komm schon, Engel! Wie viel hast du dafür bezahlt? Ja, das hat mich nicht gekostet, Rafael Rühl. Ich habe einfach deine Karte genommen und bezahlt. Das bedeutet, dass du 20.000 Euro dafür bezahlt hast. 20.000 Euro! Rafael, geht es dir gut, ey? Ruhe, Dimon, alles wird schon gut. Lass uns lieber die Fernbedienung suchen. Wo könnte nur die Fernbedienung sein, ha? Ja, Dimon, da. Opa. Ja, lass uns aufmachen. Wow, schaut mal, Freunde. Was ist das? Worauf wartest du noch? Schalte sie ein. Ich schalte sie ein, Freunde. Hi, Barbie. Hi, Ken. Dafür habe ich 20.000 bezahlt. Das bist du dir sicher? Du machst etwas falsch, gib mir die Fernbedienung, ich seh's mir an. Ich weiß es nicht, Dimon. Nimm sie, schau mal. Und wenn ich hier und hier wieder drücke, hä, ne? Die automatischen Einstellungen sind aktiviert. Was? Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Na, was ist denn los? Hi, Ken. Du bist sehr hübsch. Oh, ich bin Ken und ich bin einfach sehr schön. Vielen Dank, Barbie. Ja, Stas, ich habe die Einstellung geändert, damit sie sich wie ein Mensch benehmen kann, so wie ich und du handeln kann und denken kann. Komm schon, steh auf, Rafario. Das habe ich verpasst. Verdammter Mist. Hi, Ken. Du bist sehr hübsch. Ich bin sehr hübsch und ich bin Ken. Ja, du hast recht, Barbie-Roboter. Was kannst du tun? Sehr interessant. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich alles machen kann. Alles? Mach mir eine Pizza! Ich habe Hunger! Rafael, lass die Pizza! Lass sie etwas machen, was für uns alle interessant wäre! Ja, ich stehe mit dir zu. Mach es für uns alle lustig! Ich werde euch alle in Kens verwandeln. Stellt euch in der Reihe. Okay, gut. Oh, das ist toll, ey. Ich kann es kaum erwarten, der süßeste Ken der Welt zu sein! Zuerst muss ich euch umziehen. Oh, wie kommt das, Leute? Wow! So schöne Kleidung, ey! Oh, ich bin so attraktiv! Aber du hast Haare! Deine Haare, ey! Meine Haare, Freunde! Barbie, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du uns verändert? Mit meiner Fantasie! Schau, das ist ganz einfach! Geht das? Leute, das ist fantastisch! Barbie, erklär uns bitte wissenschaftlich, wie machst du denn das alles? Ganz einfach, nach wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es verschiedene... Nein, das ist nicht interessant! Komm lieber und ändere meine Frisur! Ey Mann, für mich war es wirklich ein Setup, ist schon okay. Ich meine Haare mag. Folgt mir! Ja, los geht's! Ich glaube, ihr seid fertig. Hey, mögt ihr meinen neuen Haarschnitt? Ja, sehr, sehr gut, ey. Und deine Haare sehen toll aus. Rafario, welche Frisur willst du? Nein, mir geht's gut, danke. Ich mag meine Haare wirklich. Okay, gut, Freunde, lass uns lieber Fußball spielen. Doch nicht Fußball. In Barbies Welt gibt es keinen Fußball. Wie spielt man denn in Barbie World? Kommt rein, ich zeige es euch. Okay. Und was werden wir jetzt endlich spielen? Keine Ahnung, Mann. Wir spielen mit Puppen. Was? Puppen? Wir sind doch Jungs. Wartet mal, ich habe 20.000 Euro bezahlt, um Puppen zu spielen. Ey, Leute, hört ihr genau zu. Vielleicht machen wir alles, was Barbie Roboter sagt. Und am Ende werden wir genauso glücklich sein wie sie. Dimon, du hast recht. Hier habt ihr eure Puppen.
Ja, das bin ich. Wenigstens habe ich Genfreunde. Hi, Barbie. Hi. Oh, man darf keine Puppen schlagen. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, was wir hier machen. Ich habe Hunger. Ich will essen. Also, Barbie. Du hast recht, Herr Fahri. Wir müssen jetzt endlich was essen, Leute. Also gut, kommt, ich mache euch was zu essen. Komm schon, ja, endlich. Natürlich, Essen macht mich glücklich. Ja, Freunde, aber wisst ihr, was uns noch super glücklich macht? Euer Abonnement. Wer sich das Video anschaut, ohne es abonniert zu haben, klickt auf den roten Abo-Button. So könnt ihr alle Videos zuerst sehen und dann sind wir glücklich. Schaut mal, Dankeschön. Und wo ist unser Essen? Erklär's mir mal. Ich hab keine Ahnung. Das ist euer Essen. Sag uns bitte, wie wir das essen können. Es ist alles aus Plastik. Das ist ganz einfach. Schaut. Einfach köstlich. Ich glaube, Barbie-Roboter ist verrückt geworden. Nein, das hör mir zu. In Barbies World ist man tatsächlich so. Und wenn ihr ihrem Beispiel folgt, werden wir genauso glücklich sein. Vertraut mir. Okay, lass es uns versuchen. Ja, kommt schon, Leute. Essen, essen. Und ich trinke. Mm. Oh, ist nicht schlimm. Ja. Schmeckt gut, schmeckt gut. Wie lecker, das ist lecker. Wirklich gut. Wir haben gegessen. Ja. Super, jetzt lass uns in den Pool gehen. Ja, Leute. Ja. Endlich etwas Gutes. Hey, ich warte auf euch. Es ist richtig erfrischend hier drin. Barbie, warum müssen wir in einem leeren Spielzeugpool sitzen? Wir haben doch einen richtigen Pool. Weil es in Barbies Welt kein Wasser gibt. Das ist ziemlich gefährlich für mich. Ja, sie ist so langweilig. Leute, lass uns einfach versuchen, das zu tun, was sie uns sagt. Ja gut, probieren wir es aus. Ja. Wie cool das ist. Ja, Leute? Ja, sehr gutes Wasser, sehr angenehm, ja. Ja, Leute, das Wasser ist richtig erfrischend. Bist du verrückt? Ja, wir verbrennen schon bei dieser Hitze. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Die Kleider sind schrecklich. Die Perücke ist schrecklich. Und du bist auch schrecklich. Finde ich auch. Du bist einfach ein nutzloses Stück Eisen, Manu. Ja. Leute, beruhigt dich. Man, alles wird wieder gut. Selbstverteidigungsfunktion aktiviert. Was ist los? Stas, lass uns abbauen, schrumm, schneller, schneller. Los. Ein Feind wurde zerstört. Dibos, komm schnell, lauf rein, komm. Warum hat sie das getan? Ja? Weil ich sie bedroht und beschimpft, das. Also hat er angefangen, sie zu verteidigen. Und was bedeutet das? Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen sie irgendwie ausschalten, Mann. Wir sollten einfach die Fernbedienung finden, den Knopf drücken und sie ausschalten. Ich weiß es nicht, ich habe keine Idee, um ehrlich zu sein. Ja, wir müssen das versuchen. Versuch's mal, viel Glück. Ich werde mir etwas anderes ausdenken. Leute, ich habe die Fernbedienung gefunden. Ich gehe jetzt und schalte sie aus. Verdammt, ich habe die Schnauze voll. Barbie, ich habe die Fernbedienung gefunden und ich werde dich jetzt ausschalten. Warum lässt sich die nicht ausschalten? Warum geht das nicht? Warum funktioniert? Oh mein Gott, was ist denn los? Der zweite Feind wurde zerstört. Oh Leute, Barbie hat das besiegt. Die Fernbedienung hat nicht funktioniert. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Okay, Barbie sagt, das Wasser sehr gefährlich für sie ist. Wenn sie also in den Pool fällt, wird sie kaputt. Sie ist ein Roboter, das macht doch Sinn. Aber wenn sie mir viel zuvorkommt, dann zerstört sie mich. Also werde ich sagen, dass ich kein Freund bin und dass ich nicht ihr Feind bin. Also Leute, komm schon, das ist eine gute Idee. Hi Barbie. Hi Ken. Oh, es hat geklappt, Freunde. Barbie, hast du Lust, etwas Volleyball zu spielen? Wir sind doch Freunde. Ja, gute Idee. Los geht's. Los geht's. Komm, fang den Ball. Ja? Hier. Super, ich mag Volleyball. Du bist ein guter Freund, nicht wie die anderen. Ja, das stimmt. Wir beide sind gute Freunde. Komm schon, fang den Ball. Oh Mann, es tut mir sehr leid. Keine Sorge, ich hole ihn. Gefahrzone, bloß nicht nähern. So schade. Ah, komm schon, du Roboter, du Roboter. Oh, wer ruft mich an? Wer könnte das so sein? Ja, hallo, ich höre Sie. Was meinen Sie damit, unser Kind weit im Kindergarten und wir sollen herkommen, um es abzuholen? Welches unserer Kinder? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Okay, jetzt kommen wir und holen es ab. Raffario, wir müssen jetzt sofort in den Kindergarten fahren, um unser Kind abzuholen. Welches Kind meinst du, hä? Raffario, ich habe überhaupt keine Ahnung. Lass uns herausfinden, denn ich habe überhaupt nichts verstanden. Seltsam, Leute. 20 minutes later. Mama, wo bist du? Meine Mutter, Mama, wo bist du?
Stas, was machst du hier? Komm schon, steh auf! Hey, was machst du denn hier, Stas? Ihr habt mich im Kindergarten vergessen, Mann, Alter! Mann, ich mach dich fertig, Alter, mich zu Hause und dich auch, du kleiner Was machst du? Bist du dumm, Stas? Was machst du? Ist dir gut, Stas? Was ist denn passiert, hä? Was laberst du, Alter? Du hast mich im Kindergarten vergessen, Mann! Wovon redest du denn, du? Du bist schon über 20 Jahre alt. Welcher Kindergarten machst du witzig? Ich versteh gar nicht. Was? Mehr als 20? Ich? 1, 2, 3, 4. Ich bin 5 Jahre alt, Alter! Mann, irgendwas mit ihm ist falsch. Er macht irgendwelche Witze, oder was? Ich versteh gar nicht. Safario, ich glaube, Stas ist ein Kind geworden. Nein, 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 ich bin kein Kind. Ich bin sehr groß, sehr groß. Guck mal. Komm schon, lass uns nach Hause fahren. Warte, warte, ich wusste, dass das kein Gehirn hat, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Safario, egal, was auch immer passiert ist, lass uns nach Hause fahren. Nein, ich will Süßes, ich will Süßes. Ich will ganz viel Süßes, Alter. Ich will das einfach nach Hause. Jetzt. Komm her. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Okay, lass dir Süßigkeiten kaufen, aber mein bloß nicht. Ich kaufe ein paar Süßigkeiten. Was ist dran? Hurra, lass uns was Süßes kaufen. Lass uns fahren, lass uns fahren. Also, Erfario, lass uns gehen. Aber bevor wir gehen, Leute, wie ihr seht, ist das ein wenig verärgert. Und ihr könnt ihn nur aufhalten, wenn ihr auf den roten Abonnierknopf drückt. Also bitte drückt den Knopf. Und ihr werdet immer die Ersten in unserem Video sein. Also, Erfario, lass uns gehen. Komm schon, lass uns gehen. Ich will gehen. Los, also, Alter, Kleiner, komm. Bevor wir dich anschnallen, müssen wir dich erstmal anschnallen. Gurt, was für ein Gurt? Ich will kein Gurt, Alter. Geh weg mit deinem Gurt. Ach, komm schon, nicht. Ich will kein Gurt, hab ich gesagt. Gurt anlegen, damit wir wissen, dass du in Sicherheit bist. Wirklich? Nicht anschnallen. Okay, alles klar. Ich will aber jetzt los, Alter. Ich will los. Nicht weinen. Hör auf zu weinen und zu schreien. Also. Hallo? Du solltest guten Tag sagen. Guten Tag. Hallo. Ich will Chips, ich will Kartoffelchips. Oh, wo sind sie? Okay, ja, ich will aber die. Nur eine Packung. Nur eine? Ja. Nur eine? Welche du willst, aber nur eine. Ja, ja, ja. Nein. Du musst erst bezahlen und dann wirst du es essen können, okay? Nein, ich hab Hunger, Alter. Dann muss man es erst bezahlen und dann kann man es essen, alles klar? Dann nehme ich Schokolade. Hey, was machst du da? Nein, nicht. Wir müssen sie erst bezahlen. Oh Gott, ich kann es nicht glauben. Was für ein Bengel. Oh, gib her. Nein, das nehmen wir. Gib nein, das andere. Welches? Nein, gib mir das auch. Okay, wir nehmen das hier. Ich will das auch, ich will das auch. Oh mein Gott, was noch? Was noch? Gib mir, Alter. Okay, wir nehmen dir Bueno. Also, jetzt holen wir noch was zu trinken und dann sind wir fertig, okay? Saft. Richtig, Saft und nicht das Wasser für Erwachsene. Alles klar, verstanden? Nur Saft, nur Saft. Oh, komm schon, nimm es. Ihr müsst trinken, Leute, den ganzen Tag. Das ist sehr wichtig. Ja, aber gut für deine Gesundheit, das sagt meine damit Mutter, du erwachsen wirst. Vielleicht kriegst du ein größeres Gehirn, damit du ein bisschen besser wirst. Ja, ich hab das verstanden. Darf ich auch mal sehen? Hey, was machst du, Alter? Hey, warum hast du geforzt, Alter? Voll widerlich, Mann. Warum machst du sowas, Alter? Warum? Oh, wir stinken. Mach mal die Fenster runter. Komm, geh rein, geh rein, geh nach oben. Ja, wir sind zu Hause, Alter. Ich will Fußball. Was für Fußball? Was für ein Fußball? Geh nach oben. Fußball, Fußball, Fußball will ich jetzt spielen. Was für Fußball? Schau, wie heiß es hier ist. Nur nach dem Essen, Alter. Ich will Fußball, hab ich gesagt, Alter. Hey, bist du verrückt oder was? Okay, mein Junge, komm, lass uns Fußball spielen, wie du willst. Aber beruhig dich, ein bisschen beruhigen, okay? Okay, aber da will ich Fußball spielen, Alter. Oh, Leute, wir sind wieder in so eine Lage gekommen. Ich verstehe gar nichts, Alter. Los, hilf ihm. Komm schon. Komm schon, Stas. Steh auf, komm. So, jetzt geh. Geh. Oh, was das für ein großer Bengel ist, Alter. Ich kann's nicht glauben. Ja, schlecht. Sehr, sehr schlecht. Komm, Fario. Komm. Ich will jetzt Schokolade essen, Alter. Oh. Warum isst du jetzt Schokolade? Du hast doch schon die Chips gegessen. Ess doch die Schokolade später. Ich will jetzt was Süßes, habe ich gesagt, Alter. Nein. Zuerst isst du den Joghurt und dann gibt es Süßigkeiten. Hast du mich verstanden? Ich will keinen Joghurt. Ich will was Süßes essen. In der Regel lieben Kinder Süßigkeiten, aber... Aber er muss doch Joghurt essen, Rafario. Du musst zuerst was Normales essen und dann bekommst du einen Schokoriegel. Aber wenn du nichts isst, bekommst du keinen Schokoriegel. Verstehst du? Verstehst du? Ich werde ihn essen. Willst du, dass ich ihn esse? Dann werde ich ihn essen. Joghurt. Okay, ich esse Joghurt. Ess jetzt dein Joghurt. Oh, Leute, was ist denn hier nur los? Leute, schreibt in die Kommentare, was hier los ist. Was? Ich sitze. Wo ist der scheiß Joghurt? Hier ist es. Jetzt werde ich es öffnen und du wirst dein Joghurt essen. Einverstanden? Okay. Du bist aber ganz schön böse, Alter. Großartig. So. Kippen Sie diese Bälle hier rüber. Aber Dalli. So, richtig. Und jetzt bringt den Löffel. Gib her jetzt hier. So, halt den Löffel. Jetzt kannst du essen. Und iss alles auf. Alles aufessen. Bravo, so muss das. Bravo, sehr gut. Nimm mehr, so als wärst du ein Hai. Ich will nicht mehr, Alter. Wie, du willst nicht? Ich sagte doch, du musst alles aufessen, von Anfang bis zum Ende. Nein, ich will nicht mehr, Alter. Ich will Süßigkeiten haben. Nein, du isst alles auf, sonst gibt's keine Süßigkeiten. Ich will Süßigkeiten, habe ich gesagt. Wenn du alles isst, gebe ich es dir. Okay, ich esse das Ganze. So, alles klar. Ich werde mal wiederkommen, sicherzustellen, dass alles sauber ist. Ich bin fertig.
fertig? Bravo, schau du, was du getan hast. Raffario, komm her, Raffario, komm her. Keine Sorge, wir haben hier Babytücher. Ich werde dein Gesicht abwischen, damit du richtig, richtig sauber bist, okay? Alles klar, komm, guck mal. So. Ja, und dann isst du Süßigkeiten. Ruhig, ganz ruhig. Beruhig ihn, Raffario, er weint. Er ist ein Mann. Er wird ein Mann und dann wird er zur Armee gehen. Aber jetzt ist er ein Kind. Er ist ein Kind. Wenn er jetzt schon weint, dann wird er auch später weinen. Er wird später nicht weinen, weil dann wird er groß sein. Du musst die Dinge richtig lernen, okay? Geh böse, Papa, genug. Böse. Los, los. Du bist böse. Geh weg, Alter. Komm, lass uns gehen. Ich gebe dir Süßes. Komm, alles gut. Alles gut. Oh ja, alles gut. Lass uns gehen. Gehen wir. Setz dich. So, setz dich auf deinen Platz. Oh, ja, alles gut. Hier, nimm bitte Süßes und lass mich in Ruhe, okay? Hier. Oh, was machst du? Was machst du? Ey, Kindchen, nimm es leichter. Alter, vorsichtig. Schau, was du gemacht hast. Sei vorsichtig. Bitte. Ich will jetzt Spielzeug spielen. Okay, und welches Spielzeug willst du? Spielzeug, ich will spielen. Ich bin 5 Jahre alt. Ich möchte Spielzeug spielen, Mann. Okay, ich bringe gleich dein Spielzeug. Bleib einfach still sitzen und schrei nicht herum. Okay, ich werde nicht schreien. Beruhige dich. Later. Schau, was ich dir für ein Spielzeug gebraucht habe. Ich habe dir neue Funko Pops gebracht. Mal sehen, aber so klein, ich will große Funko Pops. Große Funko Pops will ich haben. Nein, sie sind klein, weil du auch klein bist. Nein, ich bin groß, ich bin 5 Jahre alt. Alter, ganz groß bin ich. Oh, was machen wir jetzt, Raffario? Ich weiß, was zu tun ist, Simon. Wir bestellen einfach mein Blabla-Toys. Okay, dann eben sehr große Funko Pops. Bist du dann zufrieden? Ja, ich möchte sehr großen Funko Pops. Okay, wir bestellen sie gleich, okay? Ja, ich will dieses, ich will dieses. Okay, ich habe alles bestellt. Sie werden bleib hier sein. Bleib ruhig, okay? Beruhig dich. A few moments later. Ihr habt es gebracht, ihr habt es gebracht. Vielen Dank. Oh. Dankeschön. Oh, ist das geil, Leute. Tschüss, Leute. Auf Wiedersehen. Setz dich. Ruhig. Okay, jetzt öffnen wir es. Also, schau, Kindchen. Es gehört dir. Hab viel Spaß. Das ist der größte Funko Pop der Welt. Oh, ist das geil, Alter. Ist das geil. Ich weiß, öffne es. Du warst ein gutes Kind und hast es dir echt verdient. Spider-Man. Pschup, 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 pschup. Wow, wow, wow. Ruhig, Blut-Spider-Man. Schau, was hier für ein Kopf hat. Pschup, pschup, okay, pschup. Das reicht, das reicht. Das reicht. Beruhig dich. Immer mit der Ruhe, Alter. Das ist wunderschön. Wunderschön. Okay, es reicht, es reicht. Warum soll ich keinen Lärm machen, Alter? Ich spiele mit deinem Spielzeug. Geh doch weg, dann spiele ich alleine, Alter. Komm schon, es ist besser, wenn du alleine spielst. Geh weg. Nicht weinen. Du lebst nicht. Nicht weinen. Nicht weinen. Du lebst mich nicht, du Kleiner. Hast du wieder Hunger? Wieder hungrig? Du hast doch gerade gegessen, Alter. Ja, ich hab Hunger. Okay, ich hol dir etwas zu essen. Was bringst du mir zu essen, Alter? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Hier ist dein Joghurt, iss ihn. Und noch ein Joghurt für dich. Was? Schon wieder Joghurt? Ja, was möchtest du noch? Was willst du? Nein, ich will kein Joghurt. Ich will was Süßes, hab ich gesagt. Oh, großartig. Was Süßes. Willst du Obst? Nein, ich will kein Obst. Kein Obst. Das ist scheiße, Alter. Obst ist gut. Es ist sowohl gesund als auch lecker. Okay, sag mir, was du willst. Was willst du? Ich möchte entweder einen Kuchen oder ein Eis oder einen Pfannkuchen. Ich möchte so etwas, Alter. Verstehst du das nicht, oder was? Pfannkuchen? Ich soll dir jetzt echt Pfannkuchen machen? Ja. Okay, gut. Ja, ja, ja. Schub, 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 schub. Komm da runter. Schub, 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 schub. Later. Oh, was für ein schönes Video, Alter. Hier, dein Pfannkuchen ist. Und schau den GL Show Kanal. Er ist der beste Kanal auf der ganzen Welt. Nur GL Show? Babystars, ess ein bisschen vorsichtiger. Schau, Alter, was du machst, was machst du da nur? Warum? Es geht mir gut. Der Pfannkuchen ist köstlich. Bravo, Dimon, bravo. Ja, danke, iss schon auf. Ich will nichts mehr essen, Dimon. Ich will nichts mehr essen, Alter. Warum? Ich habe Pfannkuchen für dich gemacht und du willst ihn nicht essen? Ich habe gegessen, ich habe gegessen. Okay, also, wenn du ihn jetzt aufisst, bekommst du wieder ein Geschenk, okay? Ein Geschenk? Ja, also iss. Ein Geschenk. So, so. Bravo, bravo, bravo. Sehr gut. Ich bin fertig, ich habe fertig, Alter. Schrei nicht. Bist du fertig? Ja, und ich will jetzt ein Spielzeug. Großartig, ich gebe dir ein Spielzeug, aber zuerst musst du dein Gesicht waschen. Aufräumen, ich will nicht waschen. Lass uns gehen, ich wasche dich und dann wirst du ein Spielzeug bekommen, okay? Nein, ich komm, bin... komm, steh auf, steh auf. Wohin gehen komm wir jetzt? Runter, was ist komm da? Runter, gleich kommt dein Geschenk. Ich will wissen, was das ist. Geh weg, Alter. Und geh schau her. Oh, ein Auto, Alter. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich weine nicht, ich weine nicht.
ich habe... Weine nicht, weine nicht. Du bist ein großes Kind. Nein. Steh ich, auf. Ich komm, wer, warte, komm warte. Du bist ein erwachsener Junge und Jungs. Vorsicht. Bravo, mein Junge. Afario, ich kann immer noch nicht verstehen, was das für ein Kind ist. Er war immer ein Kind. Hoppla. Wow, easy, baby. Ich will jetzt auf die Toilette, Alter, aber schnell, Alter, ich muss mal. Komm schon, geh auf Toilette. Ich gehe jetzt und verstecke mich. Simon, wie wird er denn selbst auf Toilette gehen? Er ist doch ein kleines Kind, hä? Oh mein Gott, du hast recht. Wir müssen nachsehen, wie es ihm dort geht. Damit er nicht auf die Matte macht, versteht ihr? Ja, gehen wir. Wo ist er? Sei doch ruhig hier. Stas, wo bist du? Raffaello, geh nach oben und ich werde mich hier unten umsehen. Stas, hier ist nicht Stas. Wo ist er nur? Mein Bauch tut weh. Ich gehe auf Toilette. Was machst du denn, du Witzbeutel? Das war ein Witz, Alter. Ist es nicht lustig oder was, Alter? Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Komm, geh schnell schlafen. Kleine Kinder müssen um diese Zeit schlafen. Komm, los, verstehst du? Los. Schlafen? Aber ich will nicht schlafen. Schlafen, schnell einschlafen, komm. Okay, ich geh ins Bett. So, schlaf, mein Junge, schlaf. Leute, ihr werdet es nicht glauben, ich hatte einen sehr schlechten Traum. Ich wäre ein kleines Kind, Alter, 5 Jahre alt. Zum Glück war es nur ein Traum. Ich gehe wieder schlafen. Jungs, abonniert bitte den Kanal, Alter. Bis dann, Alter.